Herzlich willkommen zu diesem Dieser Date Video auf meinem Kanal. Diese Woche sind zwei Feiertage internationale, nämlich der Weltbienentag am Montag und am Mittwoch der Tag der Artenvielfalt. Und das nehme ich mal zum Anlass, mich mit dem Thema Bienensterben, Insektensterben auseinanderzusetzen. Und dabei habe ich mir hier Verstärkung geholt, Dr. Anja Weidenmüller, eine gute Freundin auch von Diese Mama, ist hier an der Uni Konstanz zuständig für Hummeln, Bienen und Ameisen, ist es richtig? Was machst du da genau? Ich erforsche das Sozialverhalten von Hummeln. Also wie Hummeln miteinander in einer Einheit, also in einem Volk zusammen existieren und nach welchen Regeln die da ihr Verhalten abstimmen. Ganz grob gesagt. Ist es bei Hummeln sehr viel anders als bei Bienen? Es ist bei Hummeln anders als bei Bienen, weil Bienen leben mit 30.000, 50.000 Schwestern zusammen in einem Stock. Mhm. Und die Hummeln sind 50 bis 500. Die Bienen leben mehrere Jahre in einer Kolonie, die Hummeln nur einen Sommer. Also da gibt es mehrere Unterschiede. Okay, du hast dich früher aber auch mit... Auch lange mit Honigbienen beschäftigt. Ja. Und mit Ameisen? Mit Ameisen auch. Das ist nochmal was anderes. Können wir davon was lernen, wir Menschen? Jetzt mal nur ganz kurz, um zu sehen, was du so machst. Ich glaube, wir können immer was lernen. Jetzt ganz konkret bei den Honigbienen können wir auch viel darüber lernen, wie so eine Gemeinschaft, wo alle an einem Strick ziehen, was bei denen ja der Fall ist, wie das funktionieren kann. Du hast mir vorhin ganz kurz gezeigt, was du so in deiner Arbeit machst. Kannst du es nochmal erklären oder erläutern, was ich da gesehen habe in deinem Labor? Ich versuche seit Jahren zu verstehen, wie die miteinander umgehen, auskommen, kommunizieren, um auf so engem Raum so gut zu funktionieren. Weil die haben Gesellschaften, die sich von unseren unterscheiden, weil es keinen Bestimmer gibt. Mhm. Also es gibt da zwar eine Königin, die legt Eier, aber die hat keinerlei Entscheidungsbefugnis oder Gewalt. Mhm. Und dann ist die Frage, woher weiß eine Biene in einem Bienenvolk oder eine Hummel in einem Hummelvolk, was sie wann zu tun hat? Und wonach richtet sie ihre Entscheidungen aus? Und im Moment schaue ich mir auch an, wie ein ganz, ganz häufig verwendetes Herbizid, also ein Pflanzenschutzmittel, auf Insekten wirkt, in dem Fall auf Hummeln. Okay. Da weiß man noch nicht viel drüber und das wird weltweit in großen Mengen angewendet und ist gerade sehr in der Diskussion, Glyphosat. Und das schaue ich mir jetzt auf Hummeln an. Wie lange lebt eine Hummel? Wenn man nicht an ihr forscht. Eine Hummel lebt, wenn man an ihr forscht, länger, weil die im Labor länger leben meistens, okay. Aber die leben so 4 bis 6 Wochen vielleicht. Königinnen leben ein paar Monate. 2017 war das, glaube ich, hat die Wissenschaft die Welt aufgeschreckt mit der Aussage, dass die Insekten um 75% zurückgegangen sind oder sowas. Ist das jetzt Panikmache gewesen? Als ich mal groß geworden bin, dann hieß es mal, der Wald stirbt, dann ist er nicht gestorben. Wie ist es bei den Insekten? Ich glaube, das ist wirklich keine Panikmache. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine sehr ernstzunehmende Tatsache. Mhm. Das sind Studien, das war die erste, war diese Krefelder-Studie. Das war die Insektensterben, die haben in verschiedenen Naturschutzgebieten über Jahrzehnte Fallen aufgestellt und haben dann eben ihre Daten ausgewertet nach 30 Jahren, wie gesagt, in Naturschutzgebieten, in verschiedenen Naturschutzgebieten und haben da das festgestellt, dass es einen drastischen Einbruch gab. Und inzwischen gibt es ganz viel weitere Studien, nicht nur aus Deutschland, aus Südamerika, weltweit, aus Großbritannien und nicht nur was die Insekten betrifft, auch die Vögel zum Beispiel. Auch da hat man zum Teil einen Rückgang von 80 bis zu 80%. Also das ist tatsächlich sehr dramatisch. Wer ist jetzt daran schuld, dass es so ist mit den Insekten, dass es immer weniger werden? Kann man das so pauschal sagen? Schuld sind wir alle zusammen, denke ich. Bei uns gibt es über 500 Wildbienenarten, über 30 Hummelarten. Die sind sehr unterschiedlich in ihren Ansprüchen. Die brauchen zum Teil ganz spezielle Pflanzen, die ihnen ganz speziellen Pollen liefern, ganz spezielle Nistmöglichkeiten. Das heißt, was die brauchen, ist Vielfalt, um in ihrer Vielfalt zu existieren. Und was wir gemacht haben über die letzten Jahre, ist durch die industrielle Landwirtschaft und die Versiegelung von Flächen und Monokulturen ist einfach ganz viel strukturelle Vielfalt verschwunden. Das heißt, dazu diese, kommt Düngung im großen Rahmen, Maat, die oft viel zu früh ist für Insekten und dann der Einsatz von Pestiziden, Herbiziden, all das sind Umstände, die den Insekten Lebensraum nehmen. Schon im Kindergarten bastelt man dann so Bienenhäuser oder man sagt zu Hause, das, was hier um uns rum ist, ist viel besser, so eine schöne Wiese mit Blumen und der Karl ist eigentlich ein Schwerverbrecher, weil er mäht unsere Wiese immer schön ab, sodass die Insekten dort keinen Platz mehr haben. Ist das eigentlich dann nur so dieses typische Symbolhandeln im Alltag oder bringt das wirklich was oder müsste eigentlich die Landwirtschaft in erster Linie ran? Also zum Karl, ne? Der Karl passt halt in dieses Bild, was wir von einem aufgeräumten schönen Vorgarten haben, wo am besten akkurat geschnittener Rasen ist und dann noch ein Kies außenrum und wo nichts blüht und nichts lebt. Das zum Karl. Also zum Beispiel Einsatz von Herbiziden, Pestiziden sollte einfach, finde ich, in privaten Kleingärten verboten sein. Das wäre schon mal ein Schritt, da wäre dann den Insekten gedient. Mhm. Die Nistmöglichkeiten sind eine gute Idee, sind aber so ein bisschen symbolhaft, weil die Großzahl aller Wildbienenarten im Boden brütet. Mhm. Also man hilft damit einer ganz kleinen Untergruppe von Wildbienen. Was jeder im Garten tun kann, ist tatsächlich Vielfalt schaffen, Totholz liegen lassen, Reisighaufen liegen lassen, nicht alles immer mähen, nicht alles immer aufräumen. Also
umso unaufgeräumter, umso insektenfreundlicher. Die Landwirtschaft trägt sicher einen großen Anteil und auch da kann ja jeder seinen Teil tun. Beim Konsumieren? Beim Konsum drüber nachdenken, was er kauft. Ja. Was wären jetzt Produkte, die den Bienen nützen? Man kann ja größer denken und denken, alles, was den Insekten nützt, nützt auch anderen, also den Vögeln und allen anderen Lebensformen. Was nützt, ist sicher regional einkaufen, lange Handelswege reduzieren. Was nützt, ist aus ökologischer Landwirtschaft kaufen, weil da eben der Pestizid- und Düngereinsatz viel geringer ist, weil da die Böden schonender behandelt werden. Wenn jetzt die Bienen weniger werden, könnte man ja denken, ja, ist ja gut, dann werde ich nicht mehr gestochen, muss ich nicht mehr wegen den Mücken schlagen. Wo haben wir da Nachteile, wir Menschen? Naja, was machen denn die Bienen? Die Bienchen und die Blümchen. Ja gut, das haben wir ja mal gelernt früher. Die Bienen sind ja unsere Hauptbestäuber. Also Wespen bestäuben übrigens auch. Okay. Fliegen, Schmetterlinge gibt es alle möglichen Bestäuber. Aber Hummeln? Bienen, Hummeln sowieso, werden in Tomatengewächshäusern eingesetzt, weil es so gute Bestäuber sind. Wildbienen sind unsere Hauptbestäuber. Und viele Bienen fliegen auch, Wildbienen und Hummeln fliegen schon, bevor die Honigbienen fliegen können. Ohne die hätten wir ein Drittel unserer Nahrungsmittel einfach mal direkt schon mal nicht mehr, weil die auf Insektenbestäubung angewiesen sind. Was kann die Politik dann wiederum tun? Vornehmlich, denke ich, in Richtlinien, wie in der Landwirtschaft Fördermittel fließen, was subventioniert wird. Und auch solche Richtlinien, wie ob kleine Kommunen ihre Verkehrsinseln eben alle mit Insektizid und Herbizid sprühen müssen, damit da der möglichst aufgeräumte Eindruck ist. Das reicht ja vom Kleinen bis ins Große. Im Thema Klimawandel haben wir so viele Sachen, wo man eigentlich so fast verzweifelt, weil was nützt es, wenn wir hier die Atomkraftwerke abschalten, wenn sie an der französischen Grenze noch stehen und so weiter. Ist es da auch so, dass es eigentlich nichts nützt, wenn es nur wir machen? Oder könnte man sagen, nö, also wenn Europa jetzt hier sich ein bisschen Mühe geben würde, dann könnten wir hier tatsächlich Fortschritte erzielen? Ja, auf jeden Fall. Was das ganze Angebot an struktureller Vielfalt, an Reduktion von Herbiziden, Pestiziden, Fungiziden und so betrifft, das hat ja unmittelbare Wirkung. Mhm. Also wenn Europa da Richtlinien ändert, hat das, würde ich denken, direkt positive Effekte. Wenn wir jetzt Herbizide, Pestizide einschränken, Landwirtschaft umstellen und den Kahl abschaffen, oder naja, wir haben ja so einen kleinen Streifen am Rande, ne, schon wenigstens, ne, ist das reversibel, dieser Rückgang der Vielfalt? Also die Arten, die jetzt schon ausgestorben sind, und es sterben ja täglich Arten aus sozusagen, die holen wir nicht wieder zurück. Die Arten, die kurz vorm Aussterben stehen, da ist die Frage, ob man schnell genug handelt, ob man die noch wieder in ihrer Population stark genug kriegt. Komplett reversibel ist es nicht. Und was der Klimawandel mit der Artenvielfalt macht und mit der Artenzusammensetzung, muss man abwarten. Aber viel ist reversibel. Viel kann man schon wieder einfach durch Schaffung von Angebot und Reduktion von negativen Einflüssen wieder retten. Du forschst ja jetzt schon sehr lange an Bienen, Ameisen und Hummeln. Hast du eine emotionale Beziehung? Also tut dir das leid, dass es denen schlecht geht oder dass die aussterben? Kann man das so sagen? Oder ist das hier so Zahlen, Daten, Fakten, Statistik? Nee, das betrifft mich auf jeden Fall emotional, total. Also ich bin ja in die Verhaltensforschung gegangen, weil ich schon als Kind nichts lieber getan habe, als draußen zu sitzen und dem Leben zuzugucken und dann mitzukriegen, dass das einfach verschwindet ringsum. Das betrifft mich ganz, ganz im Bauch. Muss ich gar nicht groß die Fakten erst hin und her bewegen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, wenn euch solche Themen interessieren. Liked, kommentiert, was ihr von dem Ganzen haltet oder richtet einfach schöne Grüße an Dr. Anja Weidenmüller aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Dieser Dad.